Kind der 68er-Bewegung. Deshalb spielt es keine Rolle, wie alt ich bin und wie ich heiße. Also die Gesellschaft hat sich so lange an der Herrschaft des Geldes und der Banker gewöhnt. Sie sieht den derzeitigen Status quo der Welt als real und naja, als nicht zu ändernden Zustand. Ich und alle die, die an humane Wirtschaft glauben, Wirtschaften glauben, sagen Nein zu der Unterdrückung und Ausbeutung der Menschen. Es ist nämlich der Träger aller Kosten. Er bezahlt auch die Politiker und den Plänen zugunsten der Kapitalisten. Sie sagen ja, es gibt Hoffnung. Es gibt schon wohldurchdachte, funktionierende Pläne zugunsten aller, auch Kapitalisten. Was wir brauchen, sind mutige Politiker, die so eine Reformation in der Land durchführen können, deren der langfristige Wohlergehen der Bevölkerung ihres Landes und darüber hinaus globale Frieden am Herzen liegen. Das Leben ist ein Spiel und das Ziel des Spiels ist das globale Frieden. So ist mein Motto. Dieser Gedanke leitet mich. Ja, noch eine. Und es ist eine sehr große und mächtige Aufgabe, die wir hier haben. Die nächste Stufe in der Entwicklung der Menschheit ist nämlich die Humanität, wo der Mensch das absolute Priorität hat und ist. Der Bevölkerung wird erzählt, in Gewissen geredet, verständlich gemacht, wieso es anders nicht geht, ohne sich sie darüber zu informieren, wie die Situation wirklich aussieht. Aber ja. Über die enorme Menge an Geld, das in den Banken einfach da liegt und mit Hilfe der Zinsen, und es schreit zum Himmel, Zinsen, sich ruhig vermehrt. Zugunsten der Kapitalisten auf den Rücken der Menschen. Es ist unerhört, dass Menschen, obwohl sie arbeiten, Dienste für andere leisten, das Wenige, was sie verdienen, dem Staat abgeben müssen. Steuer, Mehrwertsteuer, Miete, Kfz-Steuer, Versicherungen, bla bla bla, die zwingend sind. Es ist Verhalten einer Mafia. Das größte Teil des verdientes Geldes muss unter Drohungen abgeführt werden. Ist das gerecht? Viele Menschen finden das schon legitim, glauben an Märchen, die Politiker und Medien ihnen erzählen. Es ist traurig für mich, für dich, für uns alle. Wir wollen leben, unsere Talenten nachgehen, allen gut gehen wissen. Uns wird es freuen, wenn die Politiker sich endlich auf eine Alternative einlassen würden, die ihre festgefahrene Gedankenschiene in eine andere Richtung lenken können. In der Richtung zur Humanität. Und auch spreche ich die Kapitalisten an, um einfach umzudenken. Es wäre ein Segen und Erlösung für uns alle. Also ich rufe alle zur Humanität auf. Zu einer Politik und Wirtschaft, in der der Mensch im Vordergrund steht. Der Mensch und seine Natur. Der Mensch mit seinen Bedürfnissen nach echter Sicherheit und globaler Frieden. Es geht doch um uns alle, ohne Ausnahme. Um unser Wohlergehen und unsere Erfüllung. Und diese Rede habe ich 2007 geschrieben. Ich musste das aus dem Internet abschreiben. Und das ist handgeschrieben, weil es der Drucker irgendwie nicht gedruckt hat. Aber es ist jetzt eben. Und da jetzt sind wir, ja. Also das Bewusstsein ist schon sehr, sehr stark. Ne? Und wenn wir uns dann in Berlin vielleicht alle zusammentreffen, da entsteht eine kritische Masse, was wir alle hoffen. Sicher.
Danke.